Ja. Ich hab keinen Rapper. Bist du ein guter Rapper? Weißt du, Mann, ich bin der Rapper, yo. Okay. Ja, da außen sucht jemand den krassen Rapper als Gegner. Fuck, Mann. Wunderschön. Hier gibt's keine Gegner, hier gibt's nur Opfer, ich sag's dir. Ja. Dann hopp, hin. Ran da. Pack mal. Ich muss erst ein paar Worte schreiben, ja? Mhm. Oh, 20! Entschuldigen Sie. Also? Sie betreuen dieses Geschäft hier, ja? Mhm. Er sieht so aus, sozusagen, Mann. Ja. Sagen Sie, ich bin jetzt ein paar Mal vorbeigefahren. Sagen Sie, ich was ist das? Ich hab das gesagt was, und es geht nicht. Hey, Bro. Was ist dieses Internetcafé? Gibt's hier Kaffee? Ja, was es geht, gibt Mann? Kaffee. Haben Sie einen Kaffee? Ich hab's gesagt und es geht nicht. Nein, Sie. Was haben Sie gesagt, Sir? Sir, Sie müssen das eintippen auf der Tastatur. Nicht einsprechen. Ich verstecke mich hinter dir, Mann. Ich glaube, hier geht gleich was ab. Entschuldigen Sie. Tatsächlich haben wir eine Art Kooperation mit einem lokalen Donut-Händler. Und er hat dort hinter Ihnen. Das kleine Geschäft. Ja, Mann, ich glaube, der ist der richtige Mann heute für uns. Heute scheint er aber noch nicht da zu sein, leider. Also, ich glaube, das ist der richtige könnte Mann ich für uns was anbieten. Und Sie bieten hier als, sagen Sie mal, also Sie machen jetzt hier so ein Konnektivität, ja? Ein Rap aus der Bronx, Mann. Was ist? Und Gesocks, ja? Also Konnektivität und Gesocks. Ja, also ich würde mal sagen, das Internetcafé bedient eigentlich alle Gesellschaftsschichten. Ja, Mann. Das ist übergreifend. Das ist eigentlich. Ich habe auch eine miese Vorstellung. Hast du ein Beat? Übung, dass wir alle miteinander umgehen. Ja. Ja. Oh, okay. Yo. Und wer prügelt, fliegt raus. Genau. Yo, mein Name ist Rocco. Rocco Mare. Ich bin kein Gangster, doch ein Junge von der Straße. Warum schreien die denn so rum, die Leute? Ja, das war meine Vorstellung, Mann. Okay, Mann. Heftiger Scheiß, ja. Da geht noch mehr, Mann. Aber ohne Geld, du weißt, wie das läuft, der Hase. Ohne Geld mache ich gar nichts, Mann. Ja. Ja. Mein Wort hat Gewicht. Ja, Sie sehen, wir spiegeln die Gesellschaft wieder. Die Mitte, ja, die Mitte, wie immer. Ja, aber kennt ihr jetzt Rapper, Mann? Tante, das geht nicht mit diesem Sozial. Sozial? Das geht nicht. Sozial. Ich möchte gerne ins nicht, Digga. Hier, guck mal, in Social Media. Da, Moment. Donuts sind wie Pussy, rosa mit Loch. Die sind so laut. Die Kollegin kümmert sich gleich um Sie. Was wollen Sie denn? Was, eine Pussy oder ein Donut, Bro? Ach so, ja gut. Oh, Bro. Wenn sie so ein ich glaube, der eine von denen da drüben ist taub, darum schreit er sich die ganze Zeit an. Ja, das scheint so zu sein. Ein Geltungsbedarf, ein kleines Gemächt. Egal, Bro, wenn deine eindeutig. Wenn ihre Pussy so aussah wie dieser rosane Donut. Ja, ich regel das mal kurz. Dankeschön. So, Hauptsache, ihr Arschloch sah nicht aus wie ein brauner Donut. Ja, meine Herren, ich weiß, Sie wollen sich unbedingt mitteilen und aufgrund ihrer niederschwelligen, unterkomplexen Identität unbedingt beweisen, dass sie etwas Größeres oder Besseres sind. Aber schreien Sie bitte etwas weniger rum. Ich danke Ihnen, Jan. Ich habe zwar nichts verstanden, aber wir können ruhig sein. Ja, ich danke Ihnen, ja, auf jeden Fall. Es tut uns leid, es tut uns leid. Bitte jetzt auffahren. Mann, sind voll spießig hier in dem Scheißladen, Mann. Pisser. Mein Gott. Ja. Das ist sehr merkwürdig.
Naja. Warum tragen die denn alle so komische Hüte? Ja, das ist ja merkwürdig. Ja, ich verstehe. Das lief ja sehr gewaltvoll. Ich bin überrascht, ich bin positiv überrascht. Mm, wundervoll. Ja. Yeah. Yeah. Oh, hallo. Sagen Sie, warten Sie auf den Bus? Bitte. Ob Sie auf den Bus warten? Worauf warte ich? Haben Sie, Entschuldigung, ja. Haben Sie mal einen Dollar für mich? Ja, nehmen Sie, also, Sie ja. sind Sie obdachlos? Bitte? Sind Sie obdachlos? Ja, wieso, Scheiße, Freddy, bist du's? Ja, mein alter Therapeut? Ja, ich bin's, Freddy. Schön, dich wiederzusehen, Scheiße, alter Freddy. Freund. Oh, ja. Oh, Scheiße, lang ist her, Alter. Oh, verdammt, es ist nicht besser geworden, seitdem ich, ja. Ich bin seit einem Jahr auf der Straße, Freddy. Ja. Verdammt. Ja. Hast du ein bisschen Geld für mich? Ja. Das ist schon so wie damals. Hm. Ich schwöre, ich kaufe mir davon auch keinen Alkohol oder irgendwelche anderen Drogen. Ja, ich wie zum Beispiel Ecstasy oder Meth. Ja, will ich nie tun, sowas.
Ich habe tatsächlich etwas Geld, aber leider nicht hier. Wir müssten ein Stück fahren, alter perfekt. Freund. Ich fahre ja sowieso noch zum Friseur. Ja, natürlich, kommen Sie, klar. Ja. Komm doch, ja, ja. Scheiße. Paddy, das freut mich. Ja. Es freut mich voll, dich wieder zu sehen. Du siehst so anders aus. Also so. Ja, die Zeit macht so von jemandem halt, ja. Hm. Ja. Ja. Oh, verdammt. Ja. Ich hab das Schicksal. Und was hat dich denn so auf die Straße getrieben? Erzähl mir von deinem Leid, ja. Ja, der Alkohol und den hat mich verlassen, die alte Mensch. Ja. Ich will es nicht aussprechen, aber das Mischstück hat mich mit. Ja, mit wem? Das Mischstück hat mich mit Larry betrogen. Oh mein die Gott, ich wusste Schlampe. Schon. Ich wusste schon immer, dass irgendwas in Larry nicht stimmt, ja. 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 Egal, ich hab sie schon vergessen. Und jetzt versuche ich das. Wie läuft's mit den mit den Kindern? Ja. Seitdem geht's bergab. Ja. Kriegt nichts mehr auf die Kette. Ja. Kinder? Ah, die sind doch schon längst ausgezogen. Ja, aber vielleicht schon mal davon gehört, haben die irgendwelche besonderen Karrieren gemacht oder sind die. Ach so, ja, denen geht's gut, glaube ich. Ja. Markus habe ich keinen Kontakt. Ja. Aber Stephanie ist jetzt weggezogen. Ja. Ja, die ist ins andere Stadtviertel gezogen. Ist weg von hier. Stephanie, ja. Stephanie. Ja. Aber ich glaube, die ist. Die ist an den Broadway oder so gezogen. Ja. Ja. Auto. Was hast du gesagt? Ja. Ja, schickes Auto. Ja, es ist. Naja, du weißt doch, wie es läuft, ja. Manchmal hier und so, ja. Nicht so eine Aktoranskarre wie damals. Also was heißt damals? Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen, verdammt? Das ist schon Jahrzehnte her, ja. 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 Es freut mich auf jeden Fall, dich zu sehen. Ich meine, zumindest lebst du, ja. Ja, du auch. Ich hätte das nicht gedacht. Ja. Nachdem du den einen Typen damals so verarscht hast. Ja. Ich kann mich da noch nicht mal genau so zu erinnern. Es ist schon so lange her, aber. Ich glaube, das hat er auch verdient, ja. Mhm. Ja, jedem das Seine, ne? Also ich meine, jedem das Seine ist jeder, seines Glückes Schmied, wenn der Vollidiot sich verarschen lässt, ja. Hat er selber Schuld, oder? Ja. Ja. Kann ja auch nicht einfach so irgendwelchen Leuten vertrauen. Ich habe hier tatsächlich etwas von meinem Sparschwein versteckt, ja? Ja. Alter Freund, steig doch aus, ja? Mhm. Ja. Ja. Immer ein Notgroschen, ja. Ein Notgroschen. Du weißt doch, wenn es mal schlecht läuft, ja. 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 Kannst du das Auto sehen? Ja. Welches Auto? Da hinten dieser, sagen wir mal, ja. Überrest, ja. Ja. Das kannst du sehen, ja. Ja, ich denke schon, ja. Wenn du das hier vorne meinst, so schlecht sehe ich nicht. Ja, sehr gut, ja. Ja. Gut, dann. Du weißt doch, wie wir das damals immer gemacht haben, ja. Mhm. Ja. Man muss sich seinen fairen Teil verdienen. Ja, das stimmt. Sag mir. Esse man sich wieder unter den Tisch, oder? Sag mir, würdest du sagen, dass es heute ein frischer Tag ist? Etwas kühler, ja? Ja, schon. Ja, es ist. Wie sollte immer gerade halt. So. Um den Nullpunkt sein, was so das Wasser im Liberty Lake angeht, ja. Mhm. Ja. Ich würde schon sagen, dass das kalt ist. Du Scheiße. Ja. Schon heute ist sehr kalt. Mir ist auch ein bisschen kalt tatsächlich. Ich bin in so einem komischen Laden aufgewacht. Ich dachte mir schon so, ja. Was. Ja.
Komm mit, alter Freund, komm mit. Ich wollte aufhören mit dem Trinken. Geh doch schon mal, runter zum Steg. Ich will mein geheimes Versteck nicht zeigen, du weißt doch. Das ist wichtig. Ja. Ach du Scheiße. Ist immer noch auf diesen komischen Kram. Ja, immer noch, ja. Oh mein Gott. Alter Freund, lass uns doch ein Spiel spielen. Ja, okay. Der Einsatz ist etwas, das du dir nicht erträumen kannst. Ja. 1000 Dollar. Ja, das hört sich gut an. Welches Spiel spielen wir denn? Das Ziel ist... Maus reißt aus, oder was? Dass du etwas tust, das dich Überwindung kostet. Ja, okay. Ich will, dass du den Fluss überquerst. Was? Bei eisigen Temperaturen. Du wirst ihn überqueren. Und wenn du dort drüben landest und zur nächsten Straße gehst, bekommst du 1000 Dollar. Verdammt, willst du das nicht tun? Ja. Dann schuldest du mir einen Teil von dir. Wie ein Teil? Ein Teil von dir. Meine Haare oder was? Nein, einen Teil von dir. Was ist? Und ich hole mir meinen Teil immer. Was ist denn los mit dir? Alter Freund. Ich gehe nun zum vereinbarten Treffpunkt. Schweig! Ich gehe nun zum vereinbarten Treffpunkt. Und du schwimmst. Du schwimmst für 1000 Dollar oder ein Teil von dir. Coole Nummer auf jeden Fall. Du warst schon immer komisch. Aber ich, hab mich inzwischen angewöhnt. Scheiße. Schwimm für 1000 Dollar. Oder ich nehme einen Teil von dir.
Herr Dr. Hauser? Herr Dr. Hauser, hören Sie mich? Sind Sie noch ganz bald, noch ganz da? Sie meinen das doch nicht ernst, oder? Herr Dr. Hauser, verdammt, Sie benehmen sich wirklich merkwürdig. Schwimm. Oder ich nehme einen Teil von dir. Passieren. Willst du, dass ich das wirklich durchziehe? Ja. Ich bin verwirrt. Als dein alter Freund. Und Mentor? Ja? Was denn als mein alter Freund? Okay, also ich zieh das jetzt durch, okay? Ja, ich warte auf der anderen Seite. Okay. Willst du die? Schwimm. Ist echt kalt. Ich muss mal kurz. Das ist der Torso. Ich kann nicht meine Sachen bei dir ins Auto tun. Okay, ich leg sie oben drauf. Bis gleich. Ich weiß legit nicht, ob er da schwimmen kann. Ich habe einfach improvisiert. Wir werden sehen. Wir werden sehen.
Ja. Ja. War ja so funny, er viel mehr als dieses Diepe. Dann kann ich ja froh sein, dass ich dich hier angekettet habe, mein Gott. Scheiße, Mann. Das wäre nur, wenn du dir ausruhen könntest, was du guckst. Ach du Scheiße. Ja, ich fand das auch sehr angenehm, als er so gezweifelt hat, so, was zur fucking Hölle ist jetzt hier? Oh mein Gott, ist hier ein Friedhof? Fick mein Loch. Perfekt einfach. Wie komme ich denn hier rauf? Oh mein Gott, gegenüber ist ein Friedhof. Ich wusste es nicht. Ja, ja, alles perfekt berechnet. Genau. Ja. Scheiße, ist der abgesoffen? Alter Scheiße, no! Yeah.
Ich schreibe mal einem vom Server-Team an und frage, ob man durch den Fluss schwimmen kann. Ich sehe ihn. Ich glaube, er schwimmt.